Du bist dabei, dir deinen Heimkinotraum zu verwirklichen oder bist jetzt einfach nur neugierig geworden, dann bist du hier auf jeden Fall richtig, denn wir zeigen euch heute, welche Grundkomponenten notwendig sind, um überhaupt ein Heimkino realisieren zu können, egal ob im Wohnzimmer oder im Hobbyraum, von mir aus auch im Schlafzimmer. Heimkino ist überall möglich und sehr flexibel, was die Auswahl der Komponenten anbelangt. Deshalb zeige ich euch jetzt, was du brauchst, um wirklich Großbild in dein Zuhause zu bringen. Bevor ich euch die Basisprodukte eines klassischen Heimkinos vorstelle, gibt es natürlich noch ein paar andere wichtige Faktoren, über die man sich selber im Klaren sein muss. Zum Beispiel, in welchen Raum möchte ich überhaupt ein Kino realisieren? Bin ich dazu bereit, Kabel zu verlegen? Kann ich oder möchte ich Lautsprecher sehen? Und natürlich, wie viel Budget steht mir insgesamt zur Verfügung? All das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Am Ende werde ich euch auch noch eine ganz andere Lösung vorstellen, die der ein oder andere vielleicht nicht kennt. Unsere Abonnenten wissen mit Sicherheit, um was es sich dabei handeln wird. Alle anderen werden da vielleicht auch noch mal was dazulernen. Schaut also auf jeden Fall bis zum Ende, um alles zu erfahren. Und dann wisst ihr auch mit Sicherheit, was ihr alles benötigt, um ein Heimkino nach euren eigenen Bedürfnissen zu konfigurieren. Heimkino lebt natürlich vom großen Bild und deswegen starten wir hier mit der wichtigsten Komponente, natürlich dem Projektor. Hier gibt es eine Vielzahl von Geräten mittlerweile, die man auswählen kann. Wir möchten aber darauf jetzt gar nicht eingehen, sondern eben nur wissen, welche Komponenten sind notwendig. Und natürlich ist es hier der Projektor. Aber 4K HDR-Beamer beginnen heutzutage schon unter 900 Euro als Beispiel. Damit kann man zocken, damit kann man 130 Zoll große Bilder auch tagsüber projizieren. Also es ist wirklich schon sehr, sehr einfach, sich so ein großes Bild nach Hause zu holen und auch gar nicht mehr mit absurden Preisen verbunden. Unsere Projektion benötigt natürlich auch eine Oberfläche. Viele denken jetzt vielleicht auch einfach an die Wand zu Hause und natürlich kann man die auch benutzen. Vielleicht auch im ersten Schritt, um für sich die richtige Größe des Bildes zu finden, bevor man sich dann eben eine Leinwand zulegt. Aber die sollte man heutzutage definitiv nicht mehr unterschätzen, denn mittlerweile gibt es sogenannte Tageslicht- oder auch Hochkontrastleinwände genannt, die tagsüber die Projektion mit mehr Kontrast versehen bzw. sogar die Projektion vor einfallendem Fremdlicht schützen. Und mit solchen Leinwänden erzielt man heute eben deutlich bessere Ergebnisse als mit einer weißen Leinwand oder mit seiner herkömmlichen Hauswand. Und hier stellt sich natürlich einfach nur die Frage, möchte ich die Leinwand motorisiert eben erwerben oder möchte ich eine Rahmenleinwand? Die motorisierte Leinwand hat natürlich den Vorteil, die verschwindet in einem Kasten und das Wohnzimmer bleibt ein Wohnzimmer, was natürlich sehr, sehr schön ist. Nicht wie bei einem großen Fernseher, der dann immer so das sogenannte schwarze Loch im Raum bildet. Mit einer motorisierten Leinwand verschwindet die ganze Lösung im Wohnraum und ist nicht sichtbar. Oder natürlich die klassische Rahmenleinwand, die hängt dann wie ein Bild an der Wand. Wenn man zum Beispiel eben einen Hobbyraum besitzt, dann kann man sich natürlich Geld sparen und auf eine Rahmenleinwand zurückgreifen, weil im Hobbyraum ist ja diese große Leinwand, die dann immer sichtbar bleibt, eventuell gar kein Problem, wie zum Beispiel im Wohnraum, wo man vielleicht mehr Wert auf eine schöne Ästhetik legt. Also Hochkontrastleinwand, motorisiert oder Rahmenleinwand eben, ist nur die grundsätzliche Frage und dann natürlich, welche Bildgröße man zum Einsatz bringen möchte. Aber schon ab 2,5 Meter beginnen wir mit Bildbreiten von 90 bis 100 Zoll. Letztendlich ist das subjektiv. Ich kann euch aber nur sagen, die meisten entscheiden sich für viel größere Bilder, als ihr es jetzt im ersten Schritt erwartet. Denn auch 100 Zoll klingt groß, man gewöhnt sich sehr, sehr schnell dran. 100 Zoll auf 3 Meter Sitzabstand ist wirklich bei uns sehr, sehr gängig. Dafür entscheiden sich 95% der Leute, die eben zum Beispiel so einen Sitzabstand zu Hause haben. Ganz wichtig ist natürlich auch der Ton. Hier können wir ein Lautsprechersystem zum Einsatz bringen oder eine Soundbar nutzen. Mit letzterer haben wir natürlich eine einfache Möglichkeit, richtigen Kinosound nach Hause zu bringen. Die arbeiten heutzutage mit Reflexionen, haben HDMI-Anschlüsse integriert. Man muss sich um nichts kümmern, vorne an die Wand hängen oder einfach auf Sideboard stellen und fertig. Oder man setzt eben richtige Lautsprechersysteme ein.
Der Vorteil hier ist, dass man ja verschiedene Qualitätsstufen nach eigenen Bedürfnissen auswählen kann. Solche Systeme kann man auch natürlich upgraden. Man kann erst mit 2 Lautsprechern starten und dann mehr im Nachhinein hinzufügen. Das Ganze ist also qualitativ klanglich meistens hochwertiger und auch modularer. Ist natürlich dann eben mit einem Mehraufwand verbunden, da man die Lautsprecher verkabeln muss, sich da am besten auch etwas Mühe gibt, damit man die Kabel zum Beispiel nicht sieht. Letztendlich ist das klangliche Ergebnis aber mit einem ordentlichen Lautsprechersystem nicht nur besser, sondern langfristig gesehen natürlich auch aufgrund der Möglichkeit, Lautsprecher nachrüsten zu können, Bedürfnisse, die sich ändern, vielleicht auch einfach ein wenig nachhaltiger, würde ich an dieser Stelle gerne sagen. Denn wenn bei einer Soundbar was kaputt geht, ist es vielleicht schwer zu reparieren. Wenn sich ein HDMI-Standard ändert, dann ist man mit der ganzen Soundbar zum Beispiel ja eigentlich am Ende. Bei den Lautsprechersystemen kann man hier zum Beispiel einfach nur den AV-Receiver wechseln und ist deshalb einfach langfristig mit Sicherheit auf der sicheren Seite und nochmals klanglich definitiv auf einem ganz anderen Niveau. Wer sich für ein Lautsprechersystem entscheidet, der benötigt dann eben auch den AV-Receiver. Und hier ist die Wahl an sich sehr, sehr einfach. Technisch sind nämlich alle AV-Receiver heutzutage sehr, sehr gleich und auf dem aller neuesten Stand. Man muss sich nur darüber im Klaren werden, wie viel Lautsprecher möchte ich in Zukunft an diesen AV-Receiver anschließen können. Zwischen 5 Kanal bis zu 15 Kanal Systemen ist nämlich heutzutage alles möglich. Und wenn man sich zum Beispiel für einen 9 Kanal AV-Receiver entscheidet, aber erst mit 5 Lautsprechern startet, dann ist es definitiv der richtige Weg. Dann hat man noch Luft nach oben und ärgert sich nicht im Nachhinein, wenn man dann doch ein Dolby Atmos System realisieren möchte und der AV-Receiver dann das gar nicht unterstützt, weil ihm die Kanäle fehlen. Hier also ein bisschen oversizen, sage ich mal, damit man einfach für die Zukunft gewappnet ist. Da alle AV-Receiver heutzutage eh schon HDMI 2.1 unterstützen, ist man hier technisch sehr, sehr sicher für einen sehr langen Zeitraum. Man braucht nur auch noch die Gewissheit, dass, wenn sich die eigenen Bedürfnisse ändern, der AV-Receiver diese Bedürfnisse auch noch in 5 Jahren erfüllt, dass man diesen AV-Receiver einfach sehr, sehr lange behalten kann. Der Vollständigkeit halber müssen wir natürlich auch Zubehör beachten, HDMI-Kabel, Lautsprecherkabel, eine Deckenhalterung für den Projektor, der in 99% der Fälle immer an der Decke landet, oder auch Zuspielgeräte, meistens heutzutage ausschließlich eingesetzt. Tatsächlich ein Apple TV, mit dem Gerät kann man alles Erdenkliche in bester Qualität streamen und dann kann es auch schon losgehen. Jetzt gibt es noch meinen Geheimtipp für ein schnelles und einfaches Heimkino. Ein großes Dankeschön an all diejenigen, die bis hierhin zugesehen haben. Lasst uns gerne ein Abo da, wenn euch das Video geholfen hat. Die letzte Lösung ist der Laser-TV. Und das ist wirklich die einfachste Möglichkeit, ein Heimkino zu Hause zu realisieren. Laser-TVs sind Ultra-Kurzdistanzprojektoren mit einer integrierten Lasereinheit und auch eine Soundbar ist mit an Bord. Letztendlich die eierlegende Wollmilchsau, denn die Geräte haben auch Smart-Features. Und jetzt setzen wir einfach noch die richtige Leinwand ein. Diese Leinwände sind nochmal ganz speziell auf diese Ultra-Kurzdistanzprojektoren ja zugeschnitten und die Kombination sorgt tagsüber für extrem plastische und helle Bilder und abends natürlich ja für das richtige Heimkino-Feeling. Wir haben eben Sound, wir haben ein großes Bild und es ist sehr einfach zu realisieren, da dieser Projektor einfach nur aufgestellt werden muss und fertig. Laser-TVs sind bei uns mit einer der beliebtesten Lösungen, weil sie so einfach sind und eben Kino-Feeling nach Hause bringen. Um ein Gefühl für euer eigenes Heimkino zu bekommen, beziehungsweise für die Produkte, die ihr jetzt benötigt, könnt ihr jetzt einfach mal Produkte in den Warenkorb legen, gucken, auf welchem Budget kommt ihr jetzt raus, habt ihr auch alles drin, was ihr wirklich benötigt. Einfacher noch, besucht uns im Heimkinoraum München, kommt vorbei und lasst euch kostenlos beraten. Ihr könnt uns aber auch anrufen oder eine E-Mail schreiben. Es ist alles möglich und dann finden wir gemeinsam ja, die richtigen Produkte für euer Heimkino. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.